Vor 2 Wochen ist der Goldpreis urplötzlich nach unten gerauscht und bis jetzt gab es auch noch keine richtige Erholung danach, Christian Köker. Sind das Zeichen eines Endes des Goldbooms? Möglicherweise sind sie das. Ja. Man hat ja jetzt ausgehend vom Jahreswechsel eigentlich eine sehr, sehr tolle Erholung beim Goldpreis gesehen, die auch vor allen Dingen mal diesen ganz langfristigen Abwärtstrend, den wir hier auch noch sozusagen im Bild sehen, der konnte aufgelöst werden. Ja. Wir haben hier sehr lange immer einen Wechsel gehabt zwischen fallenden Tiefpunkten und fallenden Hochpunkten. Das war eigentlich also klassischerweise die Standarddefinition für einen fallenden Trend. Und jetzt haben wir zum Jahreswechsel hier eine sehr schöne Phase gehabt, aber wie Sie es schon anskizziert haben, das, was wir jetzt am rechten Bildrand gesehen haben, diesen Rückgang, das ist durchaus erstmal ein Schuss vor dem Bug gewesen für den Goldpreis und der hängt jetzt so ein bisschen, ja, man möchte fast sagen, zwischen den Stühlen. Der muss sich jetzt erstmal entscheiden, erobert er diesen Aufwärtstrend wieder zurück oder werden vielleicht auch weitere relevante charttechnischen Marken, ich sag mal auf der horizontalen, die verlaufen etwa hier bei 1200 Dollar, also runde Kursmarke, die dürfen auf gar keinen Fall nach unten beschädigt werden, weil sonst ist dieser schöne Erfolg, den der Goldpreis hier im ersten Halbjahr gezeigt hat, wieder dahin. Inwieweit spielt eigentlich auch die Zinspolitik der Notenbanken gerade beim Goldpreis eine Rolle? Man muss sagen, eine große Rolle, denn jede Äußerung eigentlich eines der Notenbankmitglieder, vor allen Dingen in den USA, wird hier sehr, sehr genau beäugt. Ja, also man muss sagen, jetzt hat man eigentlich auch sagen können, dass diese Goldpreis-Rallye möglicherweise auch ein bisschen dieser ständigen Verschiebung der zweiten Zinserhöhung durch die Fed geschuldet wurden. Ja, also jedes Mal hat man ja eigentlich gesagt, jetzt ist es mal wieder so weit, jetzt kommt endlich der zweite Zinsschritt, wurde immer weiter hinausgezögert und mit dieser, ich sag mal, sich abkühlenden Dynamik der Zinserhöhung hat das dem Goldpreis absolut in die Karten gespielt. Jetzt kommen wir so langsam in einen Punkt, wo viele Marktteilnehmer sagen, naja, die Wahlen in den USA werden jetzt noch abgewartet im November und dann erwarten die meisten eigentlich mittlerweile für Dezember den zweiten Zinsschritt. Das wäre dann möglicherweise belastend für den Goldpreis, der vielleicht auch deswegen zuletzt ein bisschen geschwächelt hat. Und dann ist natürlich die Frage, was passiert danach? Ja, momentan hat man so die Erwartung, dass 2 weitere Zinsschritte in 2017 folgen könnten. Das sind eher Belastungsfaktoren für den Goldpreis. Und insofern, ja, die Reagibilität auf die Zinsentscheidung ist sehr groß. Ja, und dann gibt es auch noch solche Faktoren wie der mögliche Brexit oder auch ein möglicher US-Präsident Trump. Hat das auch Auswirkungen auf die Überlegungen auf dem Goldmarkt? Ja, also wir bei der HSBC haben das mal relativ langfristig untersucht und eben festgestellt, dass es schon so, ich sag mal, große wirtschaftspolitische Ereignisse einen Einfluss auf den Goldpreis haben. Also vereinfacht gesagt könnte man sagen, dass in Zeiten, in denen der weltweite Handel zurückgeht oder, ich sag mal, unter seinem Durchschnitt liegt, der Goldpreis profitiert. Und wenn wir uns jetzt diese, ich sag mal, ja wirklich politischen Entwicklungen auf der Metaebene angucken, dann sehen wir ja leider, dass eben sehr viel Populisten durchaus auf dem Vormarsch sind und diese Populisten gehen oft mit protektionistischen Maßnahmen einher. Also sowohl Trump, der sagt, wir müssen alle Handelsabkommen neu verhandeln, als auch hierzulande mit der AfD, aber auch der Brexit, das sind alles Events, die eher auf eine, ich sag mal, Reduzierung des Freihandels hindeuten und das erzeugt Unsicherheit unter den Marktteilnehmern und bei Unsicherheit, da sind wir natürlich beim Thema Gold, in sicheren Zeiten möchte ich gerne Real Assets haben, da ist Gold ganz vorne als der alte, bekannte, sichere Hafen dabei. Das heißt, solche Phasen politischer Instabilität helfen dem Goldpreis. Insofern ein Präsident Trump möglicherweise nochmal ein zusätzlicher Boost für den Goldpreis. Ja, also haben wir 2 Komponenten, steigende Zinsen, Gift für Gold, Protektionismus eher positiv für Gold zumindest, weil es schlecht für den Welthandel ist. Wenn wir uns die Charttechnik nochmal anschauen, Sie hatten ja schon den Aufwärtstrend eingezeichnet, auch nochmal die wichtige Linie bei 1200 US-Dollar. Wo sind da die Marken, wo Anleger, die auf kurzfristige Entwicklungen setzen wollen, aufpassen sollten, wo es vielleicht auch ein Signal gibt für schnell steigende oder schnell fallende Kurse? Ja, also wie ich es eingangs gesagt habe, wir sind ein bisschen momentan in so einer Zwickmühle. Wirklich wichtig sind hier auf der horizontalen Ebene tatsächlich so diese glatten Kursmarken um 1200 Dollar. Das sollte also aus meiner Sicht für diejenigen, die jetzt eher eine Long-Position eingehen wollen, so der nächstgelegene Stop auf der Unterseite sein. Das sind ungefähr 50, 60 Dollar aktuell vom aktuellen Niveau entfernt. Und vielleicht muss man auf der Oberseite eben auch sehen, wie das Ganze weiterläuft, denn wenn man das hier auch noch mal ein bisschen einzeichnen darf, man hat hier im Grunde genommen so eine Art absteigende Flagge etabliert gehabt, ja? Und so eine absteigende Flagge nach unten aufzulösen, da kann man in der Technik vielleicht sagen, false breaks are followed by fast moves. Das heißt, wenn das ein falscher Ausbruch nach oben war und momentan konsolidieren wir so ein bisschen, wir würden es schaffen, wieder zurück in diese Flagge zu gelangen, dann wäre das auch ein Einstiegssignal. Mhm.
Und natürlich, wenn wir dann darüber hinaus wieder steigen sollten, das heißt diesen Aufwärtstrend nach oben etablieren, dann sind das ganz klare Einstiegsniveaus. Das heißt hier in diesem Bereich um 1300 Dollar, also das ist die zweite Runde Kursmarke, vielleicht ganz einfach momentan zum Merken, ja, über 1300 durchaus ein prozyklisches Signal, bei 1200 auf jeden Fall stoppen oder möglicherweise auf Short-Positionen umsatteln. Also Stop heißt in dem Fall Stop-Loss, nicht Stop-Buy für die Long-Seite. Ja, natürlich, in diesem Fall hieß es dann aus meiner Sicht aussteigen, wenn man eine Long-Position eingeht, auf steigenden Goldpreis setzt, dann würde ich mich bei 1200 Dollar momentan erstmal anders orientieren und mein Pulver sozusagen trocken halten. Ja, also das eine ist die Überlegung, setze ich auf steigende, setze ich auf fallende Kurse, das andere ist die Überlegung, womit mache ich das denn? Es gibt ja viele verschiedene Instrumente. Ich kann auf Optionsscheine setzen, ich kann Knockout-Produkte wie auch Turbo-Optionsscheine nehmen. Wenn wir uns mal Faktorzertifikate als weitere Hebelproduktmöglichkeit anschauen, was würde dafür sprechen, gerade auch in Abgrenzung zu Optionsscheinen und Turbo-Optionsscheinen? Also Faktorzertifikate sind ja so gesehen das neueste Instrument auf der Welt der Hebelprodukte seit einigen Jahren mit einer wachsenden Beliebtheit. Hat einfach zwei Gründe. Es gibt jeden Tag einen konstanten Hebel. Also es gibt verschiedene Produkte, die jeden Tag einen konstanten Hebelfaktor haben, zum Beispiel 5, 7 oder 10. Das heißt, die Anleger haben im Grunde genommen eine tägliche Reinvestition ihres Kapitals zu dem dann gewünschten Hebel. Also das ist ein Vorteil, der dazu führt, dass wir in Trendmärkten, so wie wir sie jetzt vielleicht auch hier seit Jahreswende gesehen haben beim Goldpreis, bessere Ergebnisse erzielen kann, wenn ich die richtige Richtung prognostiziere, als mit klassischen Hebelprodukten wie Open-End-Turbo-Optionsscheinen. Durch diese tägliche Reinvestition, mein neues Kapital, was ich hinzugewonnen habe, wird quasi wieder mit dem neuen oder mit dem, ich sag mal, konstanten Hebel, den ich mir wünsche, wieder neu angelegt. Und das führt zu einer Outperformance klassischer Knockout-Produkte. Mein ganz banaler Vorteil ist, wenn ich Intraday aktiv bin, also nur wirklich einige Stunden investiert bin, dann weiß ich, ich habe immer ein Produkt mit einer WKN, es hat immer denselben Hebel. Das ist natürlich eine feine Sache auch in der Auswahl der Produkte. Diese Produkte haben zusätzlich auch außerdem, ich sag mal, eine Art Vorteil gegenüber den klassischen Knockout-Produkten, indem sie keinen klassischen Knockout haben. Das heißt, bei Knockout-Produkten ist es so, wenn eine bestimmte Kursschwelle, beispielsweise 1200 Dollar, von oben nach unten erreicht wird bei Call-Produkten, verfallen die Produkte in der Regel wertlos. Das ist natürlich ein Umstand, der sehr kapitalzehrend ist. Den hat man bei Faktorzertifikaten auch, ich sag mal, weiterentwickelt, dass man sagt, wenn es an einer Anpassungsschwelle zu so einem solchen Event kommt, dann wird eine Neuinvestition simuliert, dass ich nicht auf einen Schlag alles verliere. Dann habe ich natürlich einen großen Verlust erzielt, aber ich habe keinen klassischen Knockout erlitten, bei dem das Produkt sofort aufhört zu existieren. Also das ist sicherlich erstmal ein Vorteil zu wissen. Ich habe keinen Knockout bei Faktorzertifikaten, weil ich ja immer nur einen Faktor auf die prozentuale Veränderung habe. Schön einfach zu merken, Faktor 2 heißt, Gold steigt 1%, Faktorzertifikat steigt 2%. Aber trotzdem ist es nicht ganz so einfach, wie es sich anhört. Es gibt auch sowas wie Near-Knockout. Wann kann das nämlich eintreten? Ja, also man muss natürlich unterscheiden zwischen einem wirtschaftlichen Totalverlust, der, ich sag mal, annähernd 100% beträgt. Das habe ich bei den Open-End-Turbo-Optionsscheinen. Aber auch bei Faktorzertifikaten muss man ganz klar sagen, kann es eben zu starken und überproportional großen Verlusten kommen. Denn wenn ich sage, ich habe eine Anpassungsschwelle zum Beispiel bei 90% meines aktuellen Kursniveaus, und ich habe einen Faktor von 5, dann bedeutet das, wenn ich innerhalb von einem Tag beim Gold 10% verliere, 5 mal 10 sind 50, dann kommt es zu einer untertägigen Anpassung, dann habe ich aber schon 50% verloren. Das ist dann zwar kein Totalverlust, aber 50% von meinem eingesetzten Kapital zu verlieren, das ist natürlich auch ein Schlag ins Kontor, da müssen wir uns nichts vormachen, das ist auch ein überproportional großer Verlust, dem natürlich überproportional großen Chancen entgegenstehen. Ja, das ist letztendlich, muss man so sehen. Aber in dem Moment habe ich dann eben eine neue Anpassung. Das ganze Spiel beginnt dann innerhalb des Tages von vorne. Und das führt eben dazu, dass ich geringere Verluste habe, als wenn ich das Ganze einfach durchrauschen lassen würde. Ja, und Faktorzertifikate gibt es sowohl dafür, auf steigende Kurse zu setzen, als auch auf fallende Kurse zu setzen. Entscheidend ist, der Trend muss eindeutig sein. Genau. Wichtig ist genau der letzte Teil des Satzes. Also natürlich kann ich auf fallende Kurse setzen. Ja, also wenn ich glaube, unter 1200 geht es weiter runter, dann gehe ich mit einem Faktorzertifikat short auf den Goldpreis. Aber wichtig ist, wenn ich eben vielleicht solche Marktphasen hier habe, ja, wie wir sie vielleicht im letzten Jahr gesehen haben, wo es keinen klaren Trend gibt, wo ich mal 100 Dollar nach oben laufe, dann 150 Dollar nach unten. Und ich sag mal, wer vielleicht hier eingestiegen ist in den Goldpreis und hier wieder ausgestiegen ist aus dem Goldpreis, der hat erstmal per Saldo beim Goldpreis verloren. Wenn er auf ein Faktor-Short-Zertifikat gesetzt hätte, könnte es sogar sein, dass er in dieser Marktphase auch Geld verloren hat, obwohl er auf die richtige Marktentwicklung gesetzt hat, weil dieses
dieses Hin und Her vereinfacht gesagt, das führt eben zu diesen immer wieder laufenden Anpassungen, führt dazu, dass man eben auch bei solchen Produkten im Seitwärtsmarkt Verluste erzielen kann. Das basiert auf einem einfachen mathematischen Effekt. Mit einem einfachen Beispiel versucht zu erklären, stellt er sich wie folgt dar. Wenn ich von 100% 10% falle, lande ich bei 90. Wenn ich von 90% 10% steige, lande ich bei 99. Dann habe ich per Saldo immer noch 1% verloren, obwohl ich prozentual gleich laufende Entwicklung hatte. Und dieser Effekt schlägt sich bei Faktorzertifikaten eben negativ im Seitwärtsmarkt zu Buche. Deswegen Faktorzertifikate immer dann auswählen, wenn man eine klare Marktmeinung hat darüber, in welche Richtung es sich entwickelt. Und auch darüber hinaus der klaren Meinung ist, dass es einen ausgeprägten Trend geben wird und nicht einen Zickzackskurs. Wenn Anleger, Trader, sind ja immer Trader bei Faktorzertifikaten, sich überlegen, welchen Faktor sie wählen, gibt es da bestimmte Faktoren, die besonders beliebt sind? 2 wäre ja immer so schön einfach, ich habe die doppelte Performance, aber es gibt ja auch noch höhere Faktoren. Tatsächlich stellen wir bei HSBC in der Praxis fest, dass die Produkte mit den höchsten Faktoren die beliebtesten Produkte sind. Ich möchte fast sagen, die Anleger sind natürlich völlig frei in ihrer Entscheidung, das auszuwählen, möchte aber zu bedenken geben, dass eben vielleicht es manchmal auch sinnvoll ist, einen kleineren Faktor zu wählen. Ja? Also auch ein Faktor 5 entfaltet über die Zeit eine erhebliche Wirkung in der Performance des Depots, wenn man in die richtige Richtung vorhersieht. Denn natürlich ist das Risiko, dass ich einem solchen Anpassungsereignis unterliege, mit einem hohen Faktor größer. Wenn ich sage, der Faktor ist 5 beispielsweise, dann reicht es schon, dass der Basiswert um 10% fällt, damit ich ein solches Anpassungsereignis habe. Wenn ich einen Hebel zum Beispiel von 10 habe, einen Faktor von 10 habe, dann sind es schon nur noch 5%, um zur Anpassungsschwelle zu gelangen. Also natürlich muss man eben auch die Anleger so ein bisschen dafür sensibilisieren, dass die Dosierung eben große Vorteile mit sich bringen kann. Aber gerade wenn man mal eben eine Phase hat, wo der Trend eben nicht so ausgeprägt in die eigene Richtung läuft, auch der hohe Faktor eben zu möglicherweise Enttäuschungen führt. Also wir sehen, beliebt sind die hohen Hebel. Sinnvoll wären vielleicht auch manchmal 1-2 Etagen tiefer zuzugreifen. Ja. Für wen eignet sich das grundsätzlich und welche Risiken muss man auf jeden Fall kennen? Also aus meiner Sicht eignen sich Faktorzertifikate wirklich für erfahrene Trader, also nicht die morgen sagen, ich habe hier mal die Sendung gesehen, jetzt möchte ich mal in Gold reingehen, jetzt kaufe ich so ein Faktorzertifikat. Den Anlegern, die sich jetzt, sage ich mal, an Zertifikaten und Optionsscheine annähern, den würde ich raten, sich erstmal damit auseinanderzusetzen. Da gibt es tolle Bücher und tolle Broschüren. Da würde ich ja vielleicht erstmal mit klassischen Knockout-Produkten anfangen, weil die in der Funktionsweise einfacher sind. Und deswegen eignen sich Faktorzertifikate insbesondere für die Anleger, die die Vorteile und Nachteile der Produkte schon kennengelernt haben. Ja, und Risiko, Totalverlust? Totalverlust ist möglich, ja, auch wenn auf Raten durch diese verschiedenen Anpassungsereignisse das dem vorgebeugt werden soll. Aber große Verluste sind möglich, da ich eben hier hohe Hebel natürlich habe. Man muss auch das Emittentenausfallrisiko berücksichtigen. Ne, Sie kaufen ein Produkt von der HSBC, AA-Rating, da muss man eben auch gucken, reicht einem das? Und dann ist man eben mit den Risiken schon ganz gut, für die Risiken schon sehr gut sensibilisiert. Ja, also der Goldpreis bietet hier eine Menge Möglichkeiten, auf die verschiedenen Varianten zu setzen. Christian Kücker, vielen Dank für das Gespräch. Und meine Damen und Herren, schauen wir mal, wie es weitergeht beim Goldpreis. Die Einflussfaktoren sind vielfältig und zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht in Gänze in ihren Folgen zu überblicken. Also kurz zusammengefasst, es wird sicherlich spannend beim Goldpreis. NTV, der Nachrichtensender.